Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht's um die Holzfässer. Diese kamen ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab aber dazu noch ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Güllefässer. Der Autor von dem Mod heißt hier Silent Modding und Bernix und die Modgröße liegt hier bei ca. 7,39 MB. Ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen wollt, kostet euch dieser ca. 4 Slots. Wenn ihr diesen Mod dann nochmal kaufen wollt, kostet euch dieser dann nur noch 1 Slot. Das Ganze ist zu finden unter Mods und DLCs und da haben wir hier schon die Holzfässer. Dieses Pack besteht aus zwei Holzfässern, einmal für Gülle und Gärreste und einmal für Wasser und Milch. Hier haben wir im Prinzip, wie gesagt, zwei Fässer in einem Pack. Hier haben wir aktuell das mal für Gülle und Gärreste. Dieses fasst ca. 2000 Liter und wiegt 703 Kilo. Kostenpunkt 800 Euro. Aktuell in der Konfiguration habt ihr hier nichts wählbar. Bei dem anderen haben wir hier aktuell 2000 Liter, wiegt 703 Kilo und kostet 800 Euro. Hier können wir allerdings in der Konfiguration wählen, entweder wählen wir jetzt Wasser oder Milch. Das ist natürlich euch überlassen. Wir wollen die gerne mal auch ausprobieren. Ne? Dazu habe ich mir Folgendes gedacht. In dem Fall holen wir uns zwei Traktoren mal mit. Hier haben wir aktuell mal das Fass mit dem Wasser. Ne? Und das wollen wir gerne jetzt mal befüllen. Wir haben hier aktuell natürlich kein Licht dran. Ne? Wir haben das, so ein altes Holzfass. Ne? Haben wir einfach mal an einen Traktor angehangen und können wir damit halt ein bisschen rumfahren damit. Ihr könnt natürlich hier jetzt mal unter die Multikaufstation fahren und gucken, ob wir was laden können. Aber beachtet, glaube ich, ihr müsst L1 und Steuerkreuz nach links drücken, für die Abdeckung zu öffnen. Dann könnt ihr auch was einfüllen. Wenn ihr wiederum die Abdeckung geschlossen habt, könnt ihr allerdings dann nichts einfüllen. Und wie gesagt, immer die Abdeckung öffnen und dann könnt ihr was einfüllen. Wir können zum Beispiel jetzt Wasser einfüllen. Ne? Man sieht das jetzt ein bisschen in dem Anhänger hier drin. Und können wir zum Beispiel für Gewächshäuser nutzen, für die Tiere oder. Nur mal so als Beispiel. Fahren wir das Ganze wieder hier hin. Dann nehmen wir mal hier zum Beispiel Gülle oder Gärreste. Hier haben wir im Prinzip dasselbe Schema. L1 und Steuerkreuz nach links, für die Abdeckung zu öffnen. Dann fahren wir hier unter die Multikaufstation. Da können wir wählen Gärreste oder Gülle. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Gülle. Und dann haben wir Folgendes noch dabei. L1 und Steuerkreuz nach links. Da haben wir im Prinzip hier wählbar Abdeckung schließen wieder. Oder L1 und Viereck für Holzgüllefass anschalten. Oder L1 und Steuerkreuz nach rechts, da könnt ihr die doppelte Ausbringmenge aktivieren. Wir fahren jetzt im Prinzip mal auf ein Feld, um zu schauen, ob man da noch Gülle ausbringen kann. Gucken wir mal gerade hier. Ja, hier könnte man noch Gülle ausbringen. Das ist sehr gut. Fahren wir im Prinzip einfach hier hin. Machen L1 und Viereck. Für anschalten. Ja, und dann könnt ihr hier schön mit dem kleinen Holzfass hier so Gülle fahren. Als Beispiel. Könnt ihr hier eine kleine Arbeitsbreite machen, ne, und könnt halt so fahren, wie ihr das am besten haben wollt. Könnt natürlich auch mit der doppelten Menge machen. Ne. Da fährt er langsamer, ist ja klar.
Und so könnt ihr halt zum Beispiel auch die Gülle mit so einem alten Holzfass auf das Feld auftragen im Prinzip. Ist an sich auch ein schöner Mod und ist auf jeden Fall auch mal was Interessantes. Wie gesagt, ihr habt hier verschiedene Sachen, entweder halt für Gülle, Gärreste oder halt Wasser und Milch. Könnt ihr natürlich wählen. Das Ganze ist halt aber Geschmackssache. Dann sind wir leider schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gern über euer Feedback freuen. Falls ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir natürlich bitte unten in die Kommentare. Besucht mich gerne auf meinem Twitch-Kanal oder gerne auf meinem Discord-Kanal. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.